312 Runden und holte sich den Sieg vor Daytona 500-Gewinner Dale Earnhardt Jr. Dale Earnhardt Jr. ist der Dritte, wurde Brad Keselowski. Ja, und Harvick holte damit den 24. NASCAR-Sprint-Cup-Sieg seiner Karriere. Das nächste Rennen, die Cobalt Tours 400 in Sin City. Die können Sie übrigens auf Motor Vision TV live sehen. Und zwar am kommenden Sonntag, 9.3. 19 Uhr geht's los. Viel Spaß. Russell Henley hat sich überraschend dem viermannstechenden Sieg der PGA Honda Classic geholt, während der haushohe Favorit Rory McIlroy das Turnier auf den letzten Löchern noch aus der Hand gegeben hat. McIlroy hatte die ersten drei Tage das Turnier angeführt, dann aber mit einem Double Bogey auf der 16 und Bogey auf der 17 seinen Ausgangsvorsprung von 2 Schlägen verspielt. Zwar konnte sich McIlroy mit Russell Henley, Ryan Palmer und Russell Knox noch ins Stechen retten. Dort aber spielte Henley als einziger auf dem ersten Extraloch ein Birdie. Henley holte sich damit den zweiten Sieg in seiner PGA-Tour-Karriere. Selbst als ich an Loch 16 ins Wasser traf, wusste ich, dass ich noch eine Chance auf den Turniersieg hatte. Die Jungs haben ja nicht wirklich ein Birdie nach dem anderen gespielt. Es war enttäuschend, dass ich nach dem Fehler an Loch 16 auch noch einen Bogey an 17 spiele. Trotzdem hatte ich ja sogar an Loch 18 einen Putt, um das Turnier zu gewinnen, nahm die Chance aber nicht an und habe dann im Stechen einfach nicht gut genug gespielt, um das Turnier zu gewinnen. Das ist die ganze Geschichte. Und ganz Südafrika blickt heute nach Pretoria. Nicht nur heute, das wird noch ein bisschen so weitergehen, denn der Mordprozess gegen Oscar Pistorius hat begonnen. Wir schauen mal kurz rein. Ja, not guilty, also der Anwalt von Oscar Pistorius hat zu Beginn der Verhandlungen auf nicht schuldig plädiert. Die erste Zeugin hat den Angeklagten dann aber schon schwer belastet. Die Nachbarin von Pistorius berichtete von lauten Schreien und einem Streit vor der Tat. Und Vorsitzende des Gerichts ist Richterin Thokozile Masipa, die letztlich dann das Urteil fällen wird. Und mit diesem Urteil wird etwa in 3 Wochen gerechnet. Und gleich bei uns dann Zukunft ungewiss. VfB-Trainer Thomas Schneider steht nach 8 Niederlagen in Folge möglicherweise vor dem Aus. So, und wir stehen jetzt auch erstmal vor dem Aus für heute. Nicht nur möglicherweise, das ist sicher. Die Kollegen scharen schon mit den Hufen. Martin Winkler und Claudia von Brauchitsch. Ganz genau. Viel Spaß mit den beiden. Schönen Tag. Tschüss. Ich will nach Venedig. Und ich will das perfekte Hotel für mich finden. Und buchen? Buchen will ich da, wo es am günstigsten ist. Kriegst du das hin? Hotel? Trivago. Exklusiv auf Sky Atlantic HD. So wahr mir Gott helfe. Demokratie wird so überschätzt. House of Cards, die zweite Staffel. Erstmals in deutscher Fassung. Kevin Spacey, Robin Wright. Wenn du mich nicht einbindest, sind wir verloren. Jetzt kommen wir endlich zur Sache. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Das Abschlachten hat begonnen. House of Cards, die zweite Staffel. Heute 21 Uhr auf Sky Atlantic HD. Dunkelheit lebt auf beiden Seiten des Gesetzes. Das Serienevent direkt nach US-Start. Exklusiv auf Abruf in Originalfassung. Just what is it you think we found? Something deep and dark, detectives. True Detective. Montags bei Sky Go und dienstags auf Sky Anytime. Das Surfen auf erotischen Websites kann sehr gefährlich sein. Für Sie und für Ihren Computer. Ohne Sicherheit und Schutz der Privatsphäre kann das Internet schnell zur Falle werden. Blue Movie ist anders. Sicher und diskret. Genießen Sie hochwertige Inhalte ohne böses Erwachen. Blue Movie, das sichere Erotikangebot für Erwachsene. Jack is back. Alle Teams in Position. Die 9. Staffel von 24. Demnächst exklusiv auf Sky.
Sky Go. Ihr Sky-Programm wann und wo Sie wollen. Auf dem iPad, dem iPhone, der Xbox 360 oder im Web. Nur einloggen und los geht's. Hunderte der aktuellsten Blockbuster aus Ihrem Filmpaket nicht nur im Fernseher sehen, bis zu 12 Monate vor Free-TV-Start. Die neuesten Serien immer dabei, hunderte Episoden und komplette Staffeln, viele auch im Original, direkt nach US-Start. Good evening, I'm Will McAvoy. Und extra für Ihre Kinder, hunderte hochwertige Serien und Filme. Alles kinderleicht und natürlich kindersicher. Tor! Unterwegs keine Sekunde verpassen. Sie haben alle Sky Sport und Bundesliga-Sender live in Ihrer Tasche dabei. You'll never walk alone. Das ist klasse. Weltklasse. Dazu 24 Stunden Sky Sport News HD. Sky Go, Ihr Sky-Programm. Egal wann, wo und wie oft. Mehr Infos auf sky.de/skygo. Probieren Sie es gleich aus. Weckruf für WM-Kandidaten. Joachim Löw hat vor dem Testspiel gegen Chile klare Worte an die Mannschaft gerichtet. Erfolgstrainer gesucht. Armin Fee wird nach dieser Saison Eintracht Frankfurt verlassen. Die große Frage, wer übernimmt? Die Luft wird dünner. Nach 8 Niederlagen am Stück muss Stuttgarts Trainer Thomas Schneider weiterhin mit seiner Entlassung rechnen. Und Prozessstartschuss. Gut ein Jahr nach den 4 tödlichen Schüssen auf seine Freundin steht Paralympics-Star Oscar Pistorius heute in Südafrika vor Gericht. Montagnachmittag hier bei Sky Sport News HD. Schön, dass Sie reinschauen. Ja, besonderer Montag, Rosenmontag ist das. Herzlich willkommen. Das ist ganz wichtig für dich, ne? Natürlich, bei Claudia und mir. Karneval-Fan. Ja, aber hier sind wir zum Arbeiten. Herzlich willkommen. Ja. Auf die deutsche Nationalmannschaft kommen harte Wochen zu. Vor dem Testspiel am Mittwoch gegen Chile hat der Bundestrainer gefordert, dass sich die Profis individuell optimieren. Nur wer alles gibt und 100%ig fit ist, kann mit nach Brasilien fahren. Deutschland gilt als Mitfavorit auf den WM-Titel. Joachim Löw sieht das nicht unbedingt so, auch weil ihn ein ganz zentrales Problem im Mittelfeld plagt. Die 6 und die 8. Zwei Zahlen, zwei Positionen im Fußball. Sie gelten als entscheidend und verschwimmen im aktuellen Weltfußball zu einer. Da möchte ich nicht Spieler haben, die auf einer 6 spielen, auf einer 8 oder auf einer 10 spielen, sondern die eben auch variabel sind. Hohe technische Qualität, Spielintelligenz, Übersicht, das wird verlangt. Deshalb setzt Pep Guardiola Philipp Lahm in der Zentralen ein. Löw zieht nun nach, zumindest gegen Chile, auch weil Lars Bender kurzfristig fehlt. Von daher wird natürlich jetzt Philipp auf dieser Position spielen im zentralen Mittelfeld. Das bietet sich jetzt geradezu an. Dem Bundestrainer bleibt momentan kaum etwas anderes übrig. Alternativen sind Mangelware. Auch weil Sami Khedira nach Kreuzbandriss gerade erst mit dem Lauftraining beginnt. Trotzdem hat er eine Chance auf die WM. Es gibt natürlich immer vielleicht mal den ein oder anderen Spieler, der einen Mehrwert für die Mannschaft hat. Auch wenn er vielleicht nur zu 80 oder zu 90% fit ist, aufgrund seiner Persönlichkeit.